New Year und weiter geht es weit mit Let's Play Star Wars The Old Republic, der Sith-Attentäter mit Terrace LP. Sorry, dass leider in den letzten drei Parts kein Ton aufgenommen wurde. Ich habe nämlich vergessen, am neuen PC jetzt das bei Fraps einzustellen. Ja, sorry einfach. So, das Lichtschwert ist so geil, muss ich immer wieder sagen. Du bist nun da, Legmans, Andnan, Elias. Ich bin Commander Rylan. Entschuldigt meine Eile, aber ich fürchte, ich muss euch um Hilfe bei einem Notfall bitten. Ja, schneller. Irgendetwas hetzt die Dschungelbestien auf, was das Reisen zwischen hier und Car City äußerst gefährlich macht. Einige Leute, die zu Fuß unterwegs waren, sind verschwunden. Boah, ich mach die Questions. Es wurde sogar berichtet, dass die Dschungelbestien Gleiter angegriffen haben. Das Leben ist hart, aber wenigstens interessant. Einer der angegriffenen Gleiter gehörte einem Admiral. Sie wurde zum Glück nicht schwer verletzt. Aber die Situation erfordert sofortiges Handeln. Ich habe zwei Kommandoteams losgeschickt, um die Dschungelbestien zu erledigen. Doch sie kamen nie zurück. Einer der Anführer konnte noch einen Holo-Notruf abschicken. Ich zeige ihn euch. Wiederhole! Landefeuer strahlen irgendeine Art Energie aus. Die Energiestöße machen die Bestien verrückt. Komme nicht nahe genug ran, um die Energie umzuleiten. Habe Team verloren. Bestien kommen näher. Brauche Hilfe! Ah! Die Sensoren bestätigen ungewöhnliche Energiemessungen im Dschungel. Die Landefeuer des Raumhafens scheinen der Grund zu sein. Wozu der ganze Umstand, Commander? Zerstört die Landefeuer einfach. Das kann ich nicht. Ohne sie könnten Raumschiffe im Landeanflug schnell vom Kurs abkommen und im Dschungel abstürzen. Ich wage kaum zu fragen, aber wenn ihr die Energie dieser Landefeuer umleiten könntet, wäre euch das Imperium äußerst dankbar. Ich beobachte euren Fortschritt von hier aus. Kehrt zurück, wenn ihr fertig seid. Viel Glück! Die Raubtiere da draußen sind wild. Ich mach einfach noch Rüssi, dann geht's noch schneller. So. Ah, er hat mich. Wir sind startklar. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ich bin direkt dahin. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wir sind startklar. Aber wer wissen, Paulus kann gleich hier genießen gleich Sie Ihren Aufenthalt. Levelt hier zwar nicht, aber naja.
war. Willkommen zurück. Die Sensoren zeigen, dass ihr die Energie aller Landefeuer umgeleitet habt. Die Untersuchungen weisen darauf hin, dass sie vorsätzlich sabotiert wurden, um die Dschungelbestien verrückt zu machen. Ich schicke einen vollständigen Bericht nach Car City. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner aufrichtigen Anerkennung. Ich wünsche euch einen guten Tag. Das gibt mir die Energie. Nehmen wir doch das. Ausdauer, Willenskraft ist gut. So, wir sehen jetzt aber 2100. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl. Den kann ich ja schon bald Gleiter nehmen. Sorry. Wachposten im Dschungel? Wollt ihr etwas draußen oder drinnen halten? Draußen, mein Sith Lord. Als den Gleitern die Starterlaubnis verweigert wurde, haben sich einige Leute tiefer in den Dschungel gewagt, um zu Fuß nach Car City zu gelangen. Es hat ein paar Todesfälle gegeben, darunter auch ein paar hohe Tiere. Captain Tolto hat uns befohlen, die Leute draußen zu halten und nachzusehen, was sich da herumtreibt. Wer dumm genug ist, in den Dschungel zu gehen, hat es nicht anders verdient. Ganz wie ihr meint, mein Sith Lord. Doch wir befolgen unsere Befehle. Wir konnten ein paar Datenmessungen und sogar ein paar Holos machen. Große, fiese Viecher da draußen. Nichts, womit man sich anlegen wollte. Unser Boot hat leider ein Bein bei der Sache verloren. Zum Raumhafen unterwegs seid, könntet ihr dann Captain Tolto die Beobachtungsdisks übergeben? Ich kann und ich werde. Weiter so, Männer. So. Danke. Hier ist die Quest und dann...
Bibliothek. Gucken wir nochmal Lichtfett raus. Jo, werden immer mehr. Ich habe einen Bericht für euch, Captain. Anscheinend gibt es Monster. Hab Dank. Ihr erweist uns große Ehre, indem ihr von unseren Problemen Notiz nehmt. Genau, was ich brauche. Ich werde jeden vor dem Weg warnen, bis wir ein paar Aufräumtruppen gestellt bekommen. Jo, mach schon schneller. So, gleich Level waren ein bisschen wieder, so ungefähr. So wieder die Hälfte des vom Level haben. Heldenbereich, wo einige Life.
Ab Level 40 erhalten sie zusätzliche Schüsse. Das ist gut. Das ist eine Attacke, da wird man sich freuen. Wie lautet der Bestimmungsort? Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie... Gut. Das ist persönlich... Auf H2-Quest habe ich jetzt keinen Bock zu. So, dann will ich auch mal sagen... Wir sehen uns im nächsten Part weiter. Part 28. So, Part 28 sehen wir uns, dann kommentiert, abonniert und so weiter. Schreibt, was ihr gut fandet. Ich hoffe, die Grafikqualität gefällt euch jetzt auch endlich. Ich mache jetzt nochmal PvP, so für mich. Jo. Dann geht's halt im nächsten Part weiter. Tschüss. Jo. Jo. Und weiter geht es mit Let's Play Stonehold Republic. Jetzt Attentäter Mentoris MP. Jo. Letztes Mal haben wir Quest gemacht. Heute geht's weiter mal ein bisschen mit der Story, würde ich sagen. Mal sehen. Sind schon 5 Level. 4 Level drüber. Wenn wir wahrscheinlich damit anfangen, dann ist es auch schon etwas weiter. Leveln ist immer gut. So, immer schön kämpfen. Story mal abweichen. Mit meinem Jedi bin ich jetzt auf Level 42, fast 43. Da ist eine Story einige. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Part noch Level 14 erreichen. Die Quest nehmen wir auch gleich an da. Endlich! Jemand, der auch in einer Krise einen kühlen Kopf bewahren kann. Aufständische Sklaven haben mein Team im Dschungel überfallen. Sie haben Waffen und Vorräte gestohlen. Und als ob das nicht genug wäre, haben sie auch Bauteile aus unseren Türmen geplündert. Ohne diese Komponenten baut sich in einem der Blitztürme eine gefährliche Menge an Energie auf. Ja, er wird halb Car City zerstören, wenn er explodiert. Ich würde mich ja gerne unterhalten, aber ich muss los. Wartet! Das Imperium braucht Leute mit euren Talenten.
Die meisten meiner Leute sind geflohen. Einige haben versucht, die Turmteile zurückzuholen, aber die Rebellen haben sie erledigt. Ich bin als Verstärkung zurückgekommen. Wir müssen die Komponenten wieder beschaffen, die die Rebellen gestohlen haben, und diesen Blitzturm wieder ans Netz bringen. Wenn wir nicht bald handeln, wird es kritisch. Der Rebellenabschaum wird sich wünschen, die Blitztürme niemals angerührt zu haben. Ausgezeichnet. Dann warte ich noch etwas, bevor ich Alarm gebe. Boah, ich glaub, die Rebellen haben ihr Lager am Fluss aufgeschlagen. Schießt sie nieder, nehmt ihnen die gestohlenen Komponenten ab und baut sie wieder in den Turm ein. Wenn der Fluss sich vom Rebellenblut rot färbt, lasse ich einen Bonus springen. Den können wir uns vornehmen. So, mit Hacken kann man solche Truhen bekommen. 93 Credits, okay. Aber 93 Credits einfach so. Später kriegt man eventuell mit braucht, aber ja, wenn man helfen kann. Okay, ich hoffe, da ist jetzt endlich diese Sache. Nur mal den Weg bis da hinten nehmen.
Sorry, dass zur Zeit kein Jedi-King bekommt. Ich habe das noch nicht aufgebaut. Ich ziehe installiert. Also Musik. Unendlich lange Wege. Thank you.
ganz schön nervig manchmal, diese ultralangen Schläge. Fenster ist doch auf. Geht doch. Wir geben jetzt nochmal die Quest ab und dann machen wir Stopp mit dem Part hier. So. Vielleicht gehen wir nochmal schnell in den Cars rein. Ihr könnt euch entspannen. Ich habe die Turmkomponenten ersetzt. Ich war kurz davor, den Evakuierungsbefehl für die Stadt zu erteilen. Gut gemacht. Die aufständischen Sklaven werden es sich in Zukunft zweimal überlegen, sich an imperialem Eigentum zu vergreifen.
Na gut, das war's dann in diesem... Gehen wir dann. Koffer hier nochmal. Benötigen Sie medizinische Hilfe? Sie gut, dann haben wir jetzt auch die Kasse, die können wir wieder reingehen. Da kann ich Tschüss sagen. Ben. Eine Sekunde eurer Zeit, bitte. Beobachter 20, Imperialer Geheimdienst. Je schneller die findet ist, desto besser. Ihr seid neu auf Drom und Kas. Das ist eine einmalige Gelegenheit und das Zeitfenster dafür ist sehr klein. Jo, ich mach auch Break-Videos. Ihr müsst einen Mann treffen. Geht, wohin er sagt und tut, was er verlangt. Es ist nicht gefährlich, aber ihr dürft ihn nicht in Frage stellen. Ja, nerven. Ich habe noch nie Spion gespielt. Sagt mir, wohin ich gehen soll. Der Mann heißt Manda und er ist in einer Kantina. Sagt ihm, dass euch der Lord des Kummers schickt. Viel Glück. Wir werden uns nicht mehr sprechen. So, dann würde ich sagen, war's das jetzt in diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Kommentiert, abonniert. Achso, ich sollte noch übrigens einen Kanal vorstellen. Nur leider habe ich den kompletten Namen richtig vergessen. Ich weiß nur was mit Dark Shadows. Da kommen dann noch ein paar Zeilen. Red. Kommentiert, abonniert und so weiter. Wir sehen uns im nächsten Part, Part 28 oder ja, ich glaube sogar 29. Yo. Ciao und bis zum